damit Hallöchen, ihr Raketen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Serie von City Skyline. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr habt es gesehen, eine kleine Miniserie. Wir wollen hier eine kleine Ministadt bauen auf der Karte Bucht der Flüsse und wir sind schon mal hier. Ihr seht, ich habe schon mal vorbereitet. Wir kaufen als allererstes mal 5 Felder vorne weg und dann starten wir hier einfach mal rein. Ich möchte ganz gerne diesmal anders anfangen als die Male zuvor, deswegen werden wir hier direkt an eine Schiene gehen. Ihr habt es eben gesehen, das Autobahnkreuz lassen wir aus und wir werden als allererstes hier diesmal mit einem Bahnhof starten. Dementsprechend werden wir ein Stück Schiene abreißen und es war mir halt wichtig, dass wir eine Karte nehmen aus dem Map Pack 2, damit wir hier vernünftige Anbindungen haben und vor allen Dingen eine schön gestaltete Karte. Ich wollte auch gerne am Wasser bauen, aber nicht an einer Bucht oder einem Strand, sondern an einer Karte mit Flüssen. Und deswegen habe ich mich für die Karte Bucht der Flüsse entschieden. Ihr seht es im Hintergrund, wir werden erstmal den Bahnhof bauen. Dazu habe ich, wie eben schon angesprochen, die Schiene weggenommen, eine Straße mit hingesetzt, um ungefähr die Höhe des Bahnhofes zu finden. Des Weiteren werden wir im Hintergrund ein wenig mit einem Weg arbeiten, um die Steinplatten aus dem Airport DLC zu nehmen, damit wir hier noch einen gestaltungsfreien Raum haben. Ihr seht, dass das passt eigentlich ganz gut. Wir können jetzt die Straße vor dem Bahnhof ein Stück weiter vorlegen und zwar so, dass die Anbindung trotzdem noch dran ist. Es ist ab und an ein bisschen schwer, den exakten Punkt zu treffen, aber hier passt es. Extra die Straße mit Bäumen genommen, damit wir dann eine andere Straße mit dran setzen können und ein paar Zebrastreifen haben, um über die Straße laufen zu können und nicht einfach querfeld einzulaufen. Danach habe ich die Schienen wieder angebunden und die erste Straße mit an die Schiene rangelegt, um eine Überfahrt zu haben. Des Weiteren seht ihr, werden wir ein paar Parkplätze bauen, damit die Leute, die aus der Stadt hinaus wollen, auch ihr Auto mit abstellen können. Für die Gestaltung vom Bahnhof habe ich einen Zaun aus dem Parklife DLC genommen und aus dem Industries DLC, entschuldigt bitte, aus dem Industries DLC und zwar den Bauernhofzaun. Wir können hier, wenn wir alles ausschalten, wunderbar nah an den Bahnhof herangehen und dann dort den Bahnhof einmal ein wenig einzäunen, damit wir hier ein Gebiet haben, in dem wir uns kreativ ein wenig austoben können. So haben wir das wunderbar eingezogen. Wir können jetzt ein paar Sachen aus dem Railroads of Japan DLC nehmen und hier ein paar Signale mit links und rechts reinbauen, so wie ihr das auch aus den anderen Städten schon kennt. Das heißt einfach, wir gestalten den Bahnhof ein wenig aus, machen ihn ein bisschen detailreicher, insofern es uns auf der Konsole natürlich möglich ist. Wir sind ja hier durch die Begrenzung der einzelnen Objekte immer ein wenig eingeschränkt, aber wir haben jetzt zu den Signalen noch ein paar Stromzähler, ein paar Stromkästen mit hingesetzt und des Weiteren werden wir hier auf den Vorplatz eine kleine Eisdiele bauen, einen kleinen Imbissladen, den wir hier mit hinsetzen. Wir werden dort auch ein paar Sitzmöglichkeiten aus dem Hotels and Retreats DLC mit dazu packen und werden davor einfach ein paar Tische setzen mit ein paar Stühlen. Wir werden noch ein paar Sonnenschirme gleich mit dahin setzen, damit die Leute hier natürlich auch nicht unbedingt in der Sonne sitzen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das halt auch vernünftig mit reinkriegen. Ich hatte überlegt kurzzeitig, ob wir vielleicht schon so eine vorgefertigte Sitzgarnitur nehmen. Die war aber relativ klein und deswegen haben wir dann hier nochmal die Sonnenschirme genommen, haben die ein wenig verteilt und hier drüben an dem kleinen Imbisswagen haben wir noch einfach eine, ich nenne es mal Bierzeltgarnitur mit hingestellt. Des Weiteren können wir hier noch ein paar Bäume mit hinsetzen, um ein paar Sitzmöglichkeiten zu haben. Und auch ganz normale kleine Bänke und Mülleimer sollten hier vor dem Bahnhof nicht fehlen. Manchmal ist es ein bisschen schwer. Ihr seht, dass ich wollte hier jetzt die eine Bank nochmal wegsetzen und bin immer nicht rangekommen. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man dann die Airport DLC Platten mit dazu nimmt. Wenn euch das passiert, dann wählt einfach nochmal den Gegenstand aus, den ihr bauen wollt, geht dann direkt mit rüber und versucht dann nochmal den Gegenstand abzuwählen und am besten dann den Gegenstand abzureißen, weil ihr damit dann direkt darüber seid. Das lässt sich ein bisschen schwer erklären, ich weiß, aber es hat hier so gut funktioniert. Also jetzt habe ich hier noch ein paar Blumenkästen mit hingesetzt und den Parkplatz wollte ich hier noch mit einzäunen, ebenfalls mit dem Bauernhofzaun aus dem Industries DLC. Das hat an sich auch echt gut funktioniert.
Und auch so, der Beginn einer Stadt mit einem Bahnhof ist mal eine ganz andere Geschichte als das, was wir sonst immer gebaut haben und hat an sich auch wunderbar funktioniert. Es ist, ja, wie gesagt, ein völlig anderer Beginn, weil ihr auch so nicht unbedingt auf Straße angewiesen seid und ein bisschen flexibler seid, als wenn ihr von einem Autobahnkreuz aus anfangt zu bauen, weil sich der Verkehr auch ein wenig anders entwickelt. Wir haben hier jetzt, habe ich versucht, ein paar Straßen aus dem Plazas and Promenades DLC zu nehmen. Nach hinten raus habe ich mich dann aber dafür entschieden, dass wir aus diesen Straßen, die ich dann gleich noch in Busstraßen umwandle, dass wir dort ganz normale Busstraßen hinmachen, weil wir ansonsten auch hier wieder eine Fußgängerzone ausweisen müssen, was dazu führt, dass wir auch eine Müllanlage und sowas mitbauen müssen. Und das würde hier das Bild vom Bahnhof ein wenig kaputt machen. Deswegen habe ich dann die eigentlichen Wege nochmal durch normale Straßen mit Busspur ersetzt, um dann hier nicht diese ganzen Anlagen von aus dem Plazas and Promenades DLC verwenden zu müssen. Und damit haben wir halt auch noch ein bisschen mehr Raum für, ich sag mal, natürliche Gestaltung an so einem Bahnhof. Ihr seht das jetzt hier. Ich ziehe erstmal die Straßen vernünftig gerade. Und nach hinten raus werden dann die Straßen noch umgewandelt. So, wir brauchen hier gleich nochmal eine Platte aus dem Airport DLC. Erstmal nehmen wir hier noch den großen Park aus dem Hotels and Retreats DLC, weil ich finde es eigentlich ganz schick, wenn wir hier aus dem Bahnhof aussteigen und direkt so einen kleinen Park mit See haben. Das bietet sich echt wunderbar an. Jetzt müssen wir halt noch gucken, dass wir hier die von mir angesprochene Straße mit Bus ein wenig gerade ziehen, ein wenig erweitern, so dass wir hier gleich in das Wohngebiet kommen, was wir dann bauen möchten. Und deswegen habe ich jetzt hier erstmal noch ein, zwei Straßen versucht parallel zu ziehen, um den richtigen Weg zu finden. Es wollte nicht immer ganz so und hat aber nach hinten raus dann ohne Probleme geklappt. War am Anfang ein bisschen tricky, aber ihr seht's, jetzt ist die Straße da. Wir wollen natürlich nach hinten raus auch über den See mit drüber bauen. Dementsprechend werden wir auch gucken, dass wir in den nächsten Folgen uns dann in Richtung über den See, über den Fluss mit drüber bauen. Deswegen werden wir natürlich auch gucken, dass wir uns in den nächsten Folgen dann in Richtung Fluss ausbreiten. Auch entlang der Schiene werden wir uns noch ein wenig ausbreiten mit Industrie. Ich habe mir da schon so ein, zwei Sachen überlegt, wie wir das Ganze natürlich wunderbar in die Landschaft mit einbauen können. Jetzt nehmen wir hier erstmal die ersten Straßen, die wir dann für Wohngebiete brauchen. Ich hatte erst überlegt, ob wir das so ein bisschen wellenförmig machen. Ihr seht das jetzt hier. Das sieht aber so gar nicht so schön aus. Also habe ich mir dann gedacht, ja, wir reißen das Ganze noch einmal ab und werden dann das Ganze so ein bisschen rund machen. Wir bauen jetzt keinen Kreis, aber wir werden das Ganze so ein bisschen mit einschieben. So, hier haben wir erstmal eine neue Auffahrt. Auch hier versuchen wir durch das Setzen von Kurven die Straße ein wenig mit anzupassen, so dass sie ein bisschen schräger wird, so dass sie ein bisschen mehr, ihr seht das hier, ein wenig spitzer wird, was ja normalerweise nicht funktioniert, denn wir haben nur 45 Grad Winkelmöglichkeiten bei City Skylines und mit ein, zwei Tipps und Tricks kann man das hier schön gerade ziehen und damit ein bisschen spitzer machen. Und ihr seht das jetzt ja schon, die Straße hier im Hintergrund ist jetzt auch ein wenig spitzer geworden und geht damit nämlich schön einher mit jetzt müssen wir das hier nochmal machen, damit wir den Winkel vernünftig hinkriegen. Wir dürfen es nicht zu spitz machen, sonst geht die Straße nicht richtig mit ran. Aber wenn das ein bisschen spitzer ist, finde ich, sieht das auch wesentlich schicker aus, als wenn überall immer nur diese Rundung mit drin ist. Es läuft halt alles ein bisschen schöner aufeinander zu. Jetzt haben wir das hier, wie gesagt, so ein bisschen rund gemacht.
einfach mit rangezogen und haben damit auch den ersten Bereich für unser Wohngebiet. Wir haben noch ein bisschen Platz zwischen den Straßen und dem Bahnhof, sodass wir hier noch ein paar Wege mit hinziehen können und dementsprechend wie so eine Art kleinen Park mit dazu bauen, sodass wir einen vernünftigen Übergang zwischen Bahnhof und Wohngebieten haben und dass nicht alles sofort ineinander angrenzt, sondern dass das wirklich ein bisschen natürlicher aussieht und wir den Platz natürlich gut nutzen. Denn in dieser kleinen Stadt, in Tiny Rock, soll alles ein wenig detaillierter sein. Also der Plan, den ich hier habe, ist, die Stadt gar nicht so groß zu bauen. Also ich möchte hier gar nicht auf Einwohner gehen, was ich ja sowieso nicht mache, aber hier noch weniger, sondern ich möchte gerne versuchen, in jeder Folge so detailliert wie möglich zu bauen, das meiste und das Beste rauszuholen und dementsprechend hier noch eine schöne Kleinstadt entlang der Schiene zu bauen, die ja noch detaillierter ist als das, was wir sonst bauen. Es wird natürlich schwer auf der Konsole, aber ich versuche hier das Beste herauszuholen. Im Hintergrund versuche ich jetzt gerade einen kleinen Kreisverkehr mit Wegen zu bauen, um dort in die Mitte dann einen Wasserturm zu setzen, denn wir haben, und das ist auch hier mein Plan, ich möchte kein Wasser aus dem Fluss holen und da irgendwelche hässlichen Abpumpanlagen hinsetzen, sondern ich möchte gerne das Wasser aus dem Wasserturm holen. Ich möchte das Wasser gerne in Aufbereitungsanlagen abpumpen, so dass wir halt keine großen Pumpen und Anlagen irgendwie am Fluss haben, damit wir den Fluss auch so natürlich wie möglich lassen können. Jetzt wird der ganze Bereich hier noch ein wenig ausgestaltet. Es ist so, dass diese Karte generell so ein bisschen Mischwald hat, deswegen versuche ich auch hier dieses Mischwaldprinzip immer ein bisschen mit drin zu haben, also Tannenbäume und Laubbäume, dazwischen ein paar Büsche und ein paar Blumen für den Boden. Und dann passt sich dieses Bild hier eigentlich auch sehr gut in die generell natürliche Umgebung dieser Karte mit an. Und so soll das ja auch sein. Das ist generell der Plan für diese kleine Miniserie, dass wir hier möglichst ja, uns an das anpassen und bauen, was uns die Karte so ein bisschen bietet. Jetzt machen wir hier erstmal noch ein paar Wasserrohre, so dass wir das alles miteinander verbinden können. Ihr seht das. Und im oberen Bereich werden wir dann noch die Wasseraufbereitungsanlage mit hinbauen. Hier unten machen wir die erste große Straße hin, die erste vierspurige Straße, die so ein bisschen auch mit nach oben geht. Und so, ja, ich sag mal, für Gewerbegebiete, für kleine Gewerbegebiete mit da sein soll. Inwiefern wir hier wirklich dann auch noch mit Straßenbahnen bauen oder ob wir hier nachher eher mit Bussen arbeiten, das müssen wir mal schauen, wie sich diese Stadt dann entwickelt von Folge zu Folge. Generell, ja, hier in diesem Bereich der Gewerbegebiete macht sich so eine breitere Straße natürlich schon nicht schlecht. Für die Wohngebiete habe ich mir überlegt, dass ich auch hier nicht einfach nur die Wohngebiete ausmale, wie wir das sonst machen, wenn wir Wohngebiete ziehen, sondern auch hier möglichst einzeln und detailliert versuche zu arbeiten. Deswegen habe ich mir hier aus dem European Suburbia oder European Suburbs Content Creator Paket den europäischen Gartenzaun genommen und weise, bevor ich überhaupt erstmal anfange, die Gebäude auszupinseln, versuche ich kleine Grundstücke auszuweisen und auch die nicht einfach nur in irgendwelche Vierecken, sondern auch ruhig mal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, so dass wir unterschiedliche Grundstückscharakteristiken hier reinbekommen. Ihr seht das mal, Viereck mal ein bisschen größer, und wenn ich das gemacht habe, dann werden wir anfangen, den Bereich der Wohngebäude auszumalen, kleine Wohngebäude auszuweisen und danach dann das Ganze noch ein wenig mit Bäumen und Co. auszugestalten. So, ihr seht das hier. Das klappt eigentlich ganz gut, gerade weil man auch dadurch schon so ein bisschen die Übersicht hat, wie sich ein Grundstück dann gestaltet, wie viele Kästchen habe ich überhaupt noch frei, um ein Gebäude zu setzen. Und somit bekommen wir auch immer unterschiedliche Häuser, dadurch, dass wir mal ein 2x2 Gebäude mit einsetzen oder ein 4x4 oder ein 2x3. Gebäude, und das ist wirklich eine schöne Geschichte, weil wir damit ja
einen ganz eigenen Charakter in unsere kleine Siedlung mit einbauen können. So, nachdem das fertig war, wie gesagt, wollte ich gerne das Ganze ausweisen. Deswegen machen wir hier erstmal wie so ein kleines Stadtviertel daraus. Wir weisen das Ganze aus als European Suburbs und dementsprechend können wir jetzt hier mit dem Ziehen-Tool die Häuser so ausziehen, wie wir das wollen. Immer unterschiedlich, mal größer, mal kleiner. Und dann wird nämlich alles wunderbar voneinander getrennt hochgezogen. Wie eben angesprochen, haben wir unterschiedliche Charakteristiken und dadurch, dass wir vorher die Gebiete ausgezogen haben, haben wir halt auch immer noch ein wenig Garten in Anführungszeichen, den wir dann nach hinten raus mit Bäumen füllen können oder wo wir zum Beispiel andere Sachen mit reinbauen können, wie Hecken, wie Blumen, wie andere Sachen, zum Beispiel Pavillons etc., was auch immer man da reinbauen will. Ihr kennt das schon aus dem Bereich der letzten Stadt, die ich gebaut habe, also aus Let's Play City, aus der Back to the Roots Serie, wo wir die Schrebergärten gebaut haben. Hier unten habe ich jetzt noch die ersten Gewerbegebiete ausgewiesen aus dem Green Cities DLC. Hier ein paar Selbstversorger-Gewerbegebiete, ein paar Bioläden, die sich dann hochziehen. Nach hinten raus sind die noch verlassen, weil wir hier noch kein Wasser haben, aber das werden wir natürlich in den nächsten Folgen ändern. Zum Thema Strom, auch da möchte ich nicht unbedingt viele Kraftwerke bauen, sondern auch hier möglichst das nutzen, was da ist. Und da habe ich gedacht, machen wir dann hier einen kleinen Windpark. Ich baue erstmal die Stromleitungen außenrum, damit sie nicht einmal quer über die Karte laufen und wir sie nach und nach abreißen können, um den Bahnhof erstmal anzuschließen. Dann im Anschluss jetzt auch hier den Bereich nochmal ein wenig ausgestaltet mit ein paar Bäumen, so dass das ein wenig natürlicher aussieht und das ganze Bild ein wenig abrundet. Ein paar Büsche noch mit dazu, ein paar Blumen mit dazu, überall, und dann passt das. So, jetzt lassen wir das Ganze kurz ein wenig laufen. Ihr seht das im Hintergrund, wir drehen das hier mal, jetzt ziehen sich auch gleich die ersten Gebäude hoch. Dann bekommt man hier auch schon mal den ersten Eindruck, wie das Ganze aussieht. Diese europäischen Vorortsgebäude gefallen mir auch ganz gut. Die passen hier auch generell auf diese Karte sehr gut mit rein. Und wir müssen halt versuchen, hier so ein bisschen den Mix zu finden aus europäischem und nordamerikanischem Baustil. Jetzt seht ihr das, es ist noch ein wenig Abwasser nötig. Ich werde hier oben erstmal provisorisch diese Aufbereitungsbecken mit hinsetzen. Später möchte ich mir dazu gerne noch einen separaten Platz suchen, wo wir das Ganze vernünftig mit einbauen können. Des Weiteren kommt hier oben noch eine Recyclinganlage mit dazu, damit der erste Müll mit abgeholt wird und hier nicht alles im Müll versinkt, damit wir dann, wenn wir die Stadt Stück für Stück ausbauen, halt auch hier nicht in Müllprobleme bekommen. Ihr seht das wunderbar, es funktioniert gleich und switcht alles einmal weg. So. Nachdem wir das eben gemacht haben, habe ich ja gesagt, wir können hier auch gerne noch alles ein bisschen ausgestalten. Also ihr seht das, auch hier werden wir eine Zwischenlösung finden. Erstmal ein paar Bäume mit hinsetzen, auch hier wie so einen kleinen Mischwald mit dahinter setzen, den man dann später mit Wegen noch ergänzen kann. In den nächsten Folgen werden wir natürlich auch diese Häuserreihe noch ein wenig mit ausbauen. Und jetzt kommt hier das zum Tragen, was ich eben angesprochen habe. Wir haben an den einzelnen Grundstücken immer noch ein wenig Platz. Wir können hier noch ein paar Sitzmöbel mit hinstellen. Wir können einen Spielplatz mit hinbauen, ein kleines Karussell oder was auch immer man machen möchte. Also wenn ihr eure Wohngebiete in Zukunft so baut, habt ihr dadurch natürlich immer noch ein wenig mehr Platz, um das ein oder andere Detail mit reinzubringen. Another day, like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but
that you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Weil wir natürlich auch schon das erste Feuer hatten, habe ich hier noch eine Feuerwehr hingesetzt und eine Polizei, damit auch das erstmal abgedeckt ist. Und während die Feuerwehr im Hintergrund losfährt und hier versucht, das Haus zu löschen, sind wir mit der ersten Folge für diese kleine neue Miniserie fertig. Inwieweit wir, also wie viele Folgen aus dieser Serie hier entstehen werden, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall ein, zwei Ideen, aber so wie ich es am Anfang angesprochen habe, ich möchte diese Stadt auch gar nicht zu groß bauen. Ich möchte hier so eine kleine Vorstadt bauen, so eine kleine, ein kleines Dorf letzten Endes, und möchte den Schwerpunkt hier lieber auf die Detailarbeit in Folge, also von Folge zu Folge legen. Und dann gucken wir einfach mal, wie lange diese kleine Serie dauert und was am Ende dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, in der wir uns dann ein wenig damit beschäftigen, nochmal das Wohngebiet ein bisschen zu erweitern und die erste Industriefläche auszuweisen und ein wenig Agrarwirtschaft mitzubauen. Auch das, glaube ich, wird wunderbar hier in diese Stadt mit einfließen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin geht er steil, bleibt da geil. Ich freue mich auf euch. Haut da rein. Tschüss.